Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Y Wonderlock Challenge. Im letzten Part haben wir die Leuchthöhle betreten und in diesem Part fighten wir uns dadurch. Mal gucken, wie gut wir durchkommen. Und zwar gegen Team Flair. Team Flair tut, was es will. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns und bekommt eine Abreibung. Und Team Flair ist das böse Schuppenteam aus der 6. Generation. Ich hab mit viel Gift-Pokémon. Und Bummel zu. Ich bin ganz müde, wenn man das sieht. Quatzer. Schlamper. Aua. Viel zu viel Schaden. Way too much damage. Way too not much damage. So, wechseln. Auf. Ah ja, ich wollte eigentlich. Ich wollte mit Offscreen heilen. Das hat bis jetzt gut funktioniert, ne? Wie man sieht. Wie man sieht, hat es gut funktioniert, ne? Ja, nicht. Jetzt hat er nochmal Amnesie eingesetzt, egal. Wir haben jetzt vergessen, Amnesie. Und da erhöht sein Spezialverteil zu sparen. Nee, du Poison, mir ist jetzt mein ganzes Team durch. Ich hab Mogli eingesetzt. Nicht auf. Fritz Lipnitz. Ich habe einen Aufwecker, das weiß ich. Ich stehe wieder auf. Hier auf. Mach auf und zeig uns your almighty power. Psy-Strahl. Haha, Beulenhelm. Verwirrt, komm, jetzt tötet dich selbst, tötet dich selbst, tötet dich. Komm, das wäre super cool, das ist super geil, super geil. Nein, dann tötet sich trotzdem wahrscheinlich selbst. Ja, zwei Beulenhelm, geil. Gut, dass ich das nicht gegeben hatte, ne? Und Level 20 für Psyau. Ich bin mein Bummel ist eigentlich Level 20. Dann wird es sich entwickeln. Keine Schnachnase mehr. Ich bin sogar im Überlegen, ob ich es dann einfach als Bummel, als Mundtier lassen soll, weil Lita King hat ja auch wieder Schnachnase als Fähigkeit. Und darauf stehe ich sowas von gar nicht. So, super Tränk. Zwei. Drei. Und dafür habe ich einen Trank. So, passt. Mein Team wieder geheilt. Aufpassen, da können auch Pokémon von der Decke fallen. Ha, Doppelkampf. Die vermutlichen Team Flair sehen nicht nur schrecklich gut aus, wir verbreiten auch Schrecken. Was sucht man nach einem Fossil und was findet man ein Kind? Pippe. Das sind zwei von diesen Team Flair. Darf ich an deiner Seite kämpfen, Nachbarin? Vorhin habe ich gegen eine andere Stärke von Team Flair gekämpft. Wenn es euch nur darum geht, die Mitglieder von Team Flair wunschlos glücklich zu machen, dann lassen wir euch gewähren. Doch wenn ihr davon faselt, uns auszulöschen zu wollen, dann geht ihr eindeutig zu weit. Und so irgendwie so eine Art Standard. Ah, ich bin gerade ein bisschen fertig. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Part, den ich am Stück eigentlich aufnehme. Und mal so eine halbe Minute Pause dazwischen, aber... Oh, wow. Bei Kampf-Pokémon. Psyduck. Tschüss, Bummels. Wang, wang. Nicht schön. Das war nicht die Kriegsidee, die wir machen. Das können wir ja auch. Gut, dass die beiden Kampf-Pokémon nicht bei Normal-Pokémon angegriffen haben, sondern das Psycho-Pokémon. Hochmut kommt vor den Fall. Vor dem Fall, nicht vor dem Fall. Konfusion auf vier Punkte. Tschüss, vier Punkte.
Ja, es ist nur noch ein Zurückhex, hat zwar einen Hochmut abbekommen, aber... Hochmut kommt bekanntlicherweise vor dem Fall. 16, yay! Doch 4 Level. So, der Hochmut kam schon, jetzt kommt dann gleich der Fall. 5 Minuten schon wieder, ey. Die Zeit fliegt. Und ich rieche... Ja, ich habe mir nochmal was zu essen angestellt, das wird jetzt ein paar Liter essen. Oh, ich rieche es schon. That was a crit. Kurzer Lag. Tschüss, Zurückex. Team Flair wurde besiegt. Hurra, ein Hoch auf Team Flair. Oh, Moment mal, ich hab ja verloren. Nö, ich bin heul. Ja, heul. Doch. Meine Maßgestalt wurde schon die Form für die Flair ist schmutzig geworden. Dann muss ich der Pokémon zurückfahren. Kann sich finanziell durchaus lohnen. Ich weiß aber nicht mehr für euch, denn ihr seid platt. Ihr seid PLATTT. PLATTT. So schreibt man platt. Fluchtzahl gefunden. Werde ich dann auch benutzen aus der Höhle. Ah ja. Ah ja, brummt. Hast du ihn gefunden? Hallo? Auch auf der Suche nach Versehen wie? Martin Flair hier? Team Flair? Was soll das sein, ein Pokémon? Ist schon gut. Er war wohl so in seine Fossilien vertieft, dass er nichts anderes wahrgenommen hat. Hey, ihr seid wahre Glückspilze. Ich habe nämlich genau zwei Fossilien gefunden. Und da ich diese bereits in meiner Sammlung habe, werde ich euch hier eins geben. Toll, oder? Möchtest du das Kiefer oder das Flossenfossil? Ist total egal, denn egal welches von beiden wir nehmen, wir vertraden das eh. Flossenfossil, okay. Dieses Fossil soll es also sein? Pepe erhält Flossenfossil. Dann nehme ich das hier. Ihr werdet eure Fossilien von Zylinderboy in die jeweiligen Pokémon zurückverwandeln. Ich mach mich schon mal auf den Weg. Wir waren eigentlich unterwegs, den Assistenten zu suchen, doch gefunden haben wir letztlich den aufführerischen Bande Team Flair. Es ist besser, wenn wir noch weiter trainieren, damit wir unsere Reise sicher fortsetzen können. Deswegen werde ich mein Glück in der Arena von Trilivera City versuchen. Ja, Callum, das ist auch mein nächstes Ziel. Mal gucken, wer es zuerst schafft. Fluchtzahl, tschüss. Tschüssi, Callum. Callumi. So. Halt bitte einmal meine Pokémon nochmal. Wam, 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 wam. So. Fietzle, komm mal wieder nach vorne. So. Und jetzt dürfen wir die Route wieder zurückreiten. Wie versprochen. Weißt du, ich würde es verstehen, wenn da wirklich Klippen sind, aber das ist ja bloß aufgemalt auf dem Boden, aufgedrückt. Gedruckt. Dann hätte ich einfach auch nicht verlaufen. Ich hätte fast ein Hippopotas zertrampelt. Sandsturm von Hippopotas. Ach, der Regen wird besser gefallen. Aber ist mir egal, ich fliehe einfach. Und bin dann weg. So. Schneller. Gott sei Dank, bloß ein Pokémon bitte direkt. Oh, diese Route hätten auch 50 sein können bis hierhin. Ganz schnell weg von dieser Route, nie wieder hin. Auch wenn ich da noch einen Megastein finde, aber den will ich jetzt nicht. Jetzt kann ich den eh nicht für... Halt, stopp, gut umdrehen. Fast gleich vorbeigerannt einfach. Ja. Ja, möchte ich. Amarino wurde in den Box 1 geschickt. Werde ich aber auch noch nicht sofort entwickeln, denn... Wen wundert's? Wir können gleich noch eins fangen.
Und dann werde ich es erst zurückverwandeln. Hier ist das Aquarium, da erfahrt man nicht viel. Das Einzige, was cool ist, ist das goldene Carpador. Und man bekommt hier die Angel. Ja, ich möchte angeln. Danke für die Angel. Dieser Engel, Alter. Voll der Engel. So. Now I have the Angel. Jetzt kann ich auch noch angeln. Auf Route 8 können wir natürlich nichts mehr fangen. Aber wenn wir uns hier sofort... Warte mal. Ich hole mir jetzt erst noch ein anderes Item. Dann sagt ein paar viele Items. Ich wusste es, auf dieses Item da ist eben Verlass. Damit findet man Items ganz fix, selbst wenn man für das Bus eigentlich nicht sichtbar sind. Soll es ruhig auch mal einsetzen. Vielleicht findest ihr ja einen oder anderen Schatz. Dankeschön. Ja, ja, passt schon. Danke, 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 danke. Das ist wieder eine Wünschelroute. Ja. Jetzt haben wir auch das Item da. So, kurz. Angel. Registrieren. Itemradar. Registrieren. Nein, nicht die Angel. Ich wollte das Item. Genau, es funktioniert ganz cool. Ist wie eine Wünschelroute, wie gesagt. Wenn sich die strahlt rot kreuzen, ist es in der Nähe. Blau heißt, dass eins in der Richtung ist. Grün ist, wir kommen näher. Orange heißt, wir sind schon kurz davor. Und rot heißt, es ist direkt vor uns. Funktioniert ganz einfach. So, eine Herzschuppe gefunden. Können wir gleich mal ein paar Items abstauben. Ein Sternenstaub. Das ist eine... Oh Gott, wie heißt die? Japa-Beere? Mago-Beere. Okay, fast. Nicht hundertprozentig dasselbe, aber fast dasselbe. So, und jetzt gehen wir nach unten. Nach Petrufia. Nachdem das Fossil ja ein geschenktes Pokémon ist, ist es zählt das nicht als Pokémon für Petrufia. Somit dürfen wir jetzt hier noch ein Pokémon angeln. Ich habe die Angel zu spät eingezogen. Es beißt einfach nichts an. Ja, mal gucken, wie lange es dauert. Yay, hab eins. Hab ich Glück vorne? Ein Liebeskuss. Den am Tag. So, Rückzucki. Agilität. Ja, nützt er nicht. Nur Zucki muss man schneller. Außerdem kannst du nicht viel attacken. Angekotzt. Das war sogar noch ein Crit, ey. Super Ball. Fangen wir das Liebes. Oh, kritischer Fang. Gotcha! Im kritischen Fang gefangen. Level 21 für Amphizle. Was jetzt nicht mehr ganz so schlimm ist, da wir im nächsten Orden. Ach, schon relativ nah sind. Könnten es vielleicht sogar schon kurz vor der Arena sein, nach dem Ende des Parts hier. So. Ja, jetzt geht das wunderschöne Traden los. Ja, Internetverbindung herstellen. Das Gute vielleicht ist, dass ich speichern könnt ihr immer sehen, wann ich aufnehme. Also, ihr seht immer noch, dass ich die ganze Zeit ich aufnehme. Ich fast in jedem Part eigentlich Speichern an hatte. Also könnt ihr verfolgen, dass ich nicht irgendwie an mehreren Tagen aufnehme, sondern dass jetzt alles an einem Tag passiert. So. Tschüss, Amarino. Übelste Kampfschwäche. Eine Kampfattacke, du bist weg, weil du auch keine gute Verteidigung hast und auch eine gute KP. Deshalb eine Kampfattacke, du bist tot. So. Amarino, männlich, Level 20, kein Item. Mal gucken, was passiert. Bam, bam, baum, 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 baum. Lucian, Luciano, aus Italien. Chiamo, wenn irgendwas. Keine Ahnung. Tschüss, Amarino. Zickzacks.
Ja, nicht schlecht. Why not, ne? Könnten wir wieder einen Geradax machen. Aber hatte ich erst in der letzten Mal, als ich es gemacht habe. Ich habe ein cooles, normal Pokémon dabei. So. Jetzt kann ich mit ein paar Petrufia noch ein Pokémon angeln. Das habe ich hier getan. Level 3 hat Mitnahme. Wäre sogar cool. Tschüss, Liebeskuss. Mal gucken, was es wird. Was für 20 Minuten wieder her. Add me, Andrew aus Portugal. Also die in diesem Part erreicht für die zweite oder auf jeden Fall nicht mehr beim nächsten Part. Ich denke, wir sind jetzt schon erst bei 20 Minuten. Wir werden 30 Minuten Part machen, also. Ja, ganz gechillt. Zickzacks, darf ich weiter traden? No problemo for me. It's a me, Mario. Was? Zickzack, darf ich wie gesagt weiter traden? Einfach weil ich es schon habe. Harry. Wundertausch. Speichern. Ist Level 8, wäre sogar stärker. Aber naja, egal. Ich muss das erste behalten, was ich finde. Das erste habe ich bekommen schon. Also musst du leider weg. Ich kann mir meine Pokémon nicht aussuchen. Das ist, durch die Wunderlock ist es, durch den Wundertausch ist es schon ein bisschen randomizer-mäßig, weil ich weiß nicht, was kommt. Das könnte jetzt auch ein Despotar kommen. Das müsste ich zwar abgeben wieder, aber es könnte eins kommen. Vielleicht vertauscht der Japaner auch irgendeinen Leggy. Was ich auch abgeben müsste. Weil es unter 40 gecheatet wäre. Oh, ein Luturzel. Das ist süß. Ein Gabalores. Wäre unglaublich cool. Wasserpflanze. Unglaublich cooler Typ, finde ich. Lotat. Also Luturzel ist cool. Hoffentlich ist es unter 25. Ich glaube, es entwickelt sich auf 18 zu Lombrero. Müsste das eigentlich nicht ein Lombrero sein. Über 25. Ich habe toll bekommen. Irgendjemanden. Ist ja toll. Level 2. Scheu sogar. Wow, so echt gut sogar. Muss man sagen, ist nicht mal schlecht. Also ich spiele meinen Kapalores immer auf Spezial. Ja, B. B. Tschüss, Internetverbindung. So. Jetzt gucken wir hier noch weiter nach Items. Sind keine mehr, okay. Gut, dann hol ich mir zumindest die Perle noch hier unten. So. Dann kann ich mein... nicht dich, sondern auch nicht dich. Dich hier nach vorne packen wieder. Du kannst da runter gehen. Aber jetzt kommt dann nur noch Trainer auf dieser Route. Keine wilden Pokémon mehr. Wenn ich jetzt wilde Pokémon hier finden will, muss ich angeln. Ich könnte natürlich auch hier zu Trümmern und Pokémon suchen, aber warum sollte ich? Dafür kannst du mir mein Team nehmen. Seht ihr, da oben waren wir auch schon mal. Da haben wir das Sweepedis gefangen. Ah, lecker. Windigall. Windigall. Brauchen wir stärkere Attacke als Kratzer. Ja, toll. Ja, macht fast keinen Schaden. Entwickel dich endlich, bitte. Entwickel dich bitte, bitte, endlich, bitte, 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 entwickel dich, bitte. Hab ich schon mal bitte gesagt, bitte. Ja. Ja. So.
Yay, Level 17. Yipsi. Den versuchen wir noch. Ja, doch, ich muss fast rein. Doch, ich muss rein. Sonst habe ich Probleme damit. Ah nein, hatte der nicht das. Tentakel. Wumbles. Wumbles. Psyduck. Ich weiß, du hast Giftspitzen. Aber du musst die dann Giftspritzen. Spitzen. Und nicht werfen. Luftstrahl, ja, das ist mir egal. Ich bin Wasser-Pokémon, ist nicht sehr effektiv. Konfusion! Ich hab doch Schmerzen. Schön. Wow. Der blubbert mich weiter an. Ich hab Kopfschmerzen. Und die Giftspitzen. Ey, ich meine, ich habe Kopfschmerzen, sowas. Doch ein Tentacher. Ich muss kurz Bummels rausholen, weil ich hier fahren muss mit dem Bogen. Ich will, dass du endlich Level 20 bist. Damit du dich entwickelst. Ob ich dich jetzt vergifte, ja? Ist mir egal. Oh nein. Okay, gut. Klammerung war das. Ah ja, Wicke. Klammerung war das, nur damit ich nicht. Nicht austauschen kann. Klammerung senkt meine Initiative. Aber tauschen wollte ich jetzt schon noch. Ja, ich bin vergiftet, toll. Zwei Lagen Giftspitze, jetzt bin ich toxisch vergiftet. Gott sei Dank bin ich schon vergiftet. Oh. Komm hinter dich selbst. Gutes Morgen. Gepuppt und es liegt jetzt eklat. Entschuldigung. Voll die coole Information, ne? Dann wird es sogar gepuppt. Level 21 für Psyduck. Ich glaube, vor Marina Leiter muss ich sogar nochmal leveln. Noch ein Tentakel. Noch ein Tentakel. Nochmal zu dir. Der 25. Level Cap. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht mal 22 mit ein. Ist schon, ja. Muss ich, glaube ich, leveln. Alles klar. Ja, ich fliege. Ich bin Giftpokémon. Giftpokémon werde ich. Aber ich kann zurückkehren. Dir gut Damage drücken. One Hit. Yay, Level 18. Noch zwei Level, dann entwickelst du dich endlich. Gott sei Dank. Zwei Level.
Hä, was? 18 war's. Okay. 18 ist noch besser. Hab nichts dagegen, dass 18 ist. Hab ich echt nichts dagegen. Spricht für mich nichts dagegen. Je früher, umso besser. Je früher ich die Kackschnache also los bin. Glückwunsch, dein Blauer wurde zu einem Mundtier. Jetzt ganz munter. So. Kurz die Werte anchecken. Geiler Angriff, geile Init. Passt, hat sogar Munterkeit, kann nicht mehr schlafen. Ich bedanke mich fürs Zusehen für heute. Ich werde offscreen kurz zurück zum Pokémon-Center marschieren, mich heilen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier an dieser Stelle. Bis dahin. Bye!